Ciao, oggi andiamo insieme dal medico. Heute gehen wir zusammen zum Arzt. Un momento. Controlliamo. Oh sole mio! Atmosfera italiana. Cominciamo subito. Auf meinem Kanal scheint immer die Sonne. Buongiorno a tutti da Tiziana Alcamo, da Tiziana l'italiana, oggi medico. Benvenuti sul mio canale YouTube und herzlich willkommen zu meiner Reihe. Wie sagt man auf Italienisch? Oggi andiamo insieme dal medico. Rainer hat sich dieses Video gewünscht. A propos, schau dir Rainers Kommentare zu meinen Videos an, weil er macht immer Reimen. Immer, immer, immer. Rainer, du kannst so gut reimen, dass du anstatt Rainer Reimer heißen solltest. Ist schon wieder ein super Witz von mir. Benissimo. Und bevor wir anfangen, Christina, 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 benvenuta, Christina, herzlich willkommen, Christina. Christina ist die erste Person aus Österreich, die Italienisch mit uns lernt. Christina, benvenuta. Bestimmt weißt du, dass egal wo du wohnst, egal in welcher Stadt, egal in welchem Land, du kannst Italienisch mit uns online lernen. Und zwar in einer kleinen Gruppe mit maximal 6 Personen, damit du oft zu Wort kommst und schnell lernst. Und dass du Spaß erleben wirst, ist im Preis inbegriffen. Ho, ho, ho. Cominciamo, jetzt fangen wir tatsächlich an. Also, wie immer habe ich mir Ausdrücke ausgesucht, die einfach sind. Na, ich will dir das Leben einfach machen. Ich möchte Italienisch für dich leicht machen. Also einer der einfachsten Ausdrücke, die wir anwenden können, um über ein Symptom zu berichten, ist mit dem Verb avere. Das Verb avere entspricht dem deutschen Verb haben. Falls du nicht weißt, wie man das Verb avere konjugiert, dann hör dir mein Sprachtraining, mein Audiosprachtraining dazu an. Hier oben der Link, wie üblich. Also, ich kann zum Beispiel beim Arzt sein und sagen: Ho mal di testa. Ich habe Kopfschmerzen. Ho ist die erste Person von dem Verb avere. Also, ho mal di testa, ho mal d'orecchie, ho mal di gola, ho mal di collo. Also, hier am Nacken, ne, wenn ich mich also nicht so gut drehen kann, ho mal di collo, eccetera, eccetera. Ich kann sonst auch einen anderen Ausdruck anwenden, und zwar mi fa male la testa. Genau wie im Deutschen, mir tut der Kopf weh. Wenn ich mich für diesen Ausdruck mit dem Verb fare, also far male, mich entscheide, dann muss ich aufpassen, weil mi fa male la testa, testa ist Singular, also auch das Verb steht dritte Person Singular. Sobald das Subjekt Mehrzahl, also Plural ist, zum Beispiel le orecchie, dann muss auch das Verb in Plural stehen. Also, mi fanno male le orecchie. Andere Beispiele: mi fa male lo stomaco, magen, mi fa male la pancia, bauch, mi fa male la schiena, Rücken. Bene. Andere Symptome, worüber ich berichten kann mit dem Verb avere, jetzt zurück zu dem Verb avere, sind zum Beispiel o la tosse. Wir benutzen auf Italienisch den bestimmten Artikel. Ne? Wir sagen, ich habe den Husten, ne? Quasi. Ne? Anders als im Deutschen. Auf Italienisch, wir sagen auch, wenn wir zum Beispiel erkältet sind, dann sagen wir o il raffreddore, schon wieder mit den bestimmten Artikeln. Ne? Während im Deutschen sage ich habe eine Erkältung. Ich kann auch auf Italienisch, wie im Deutschen, den unbestimmten Artikel anwenden und sagen o un raffreddore. Aber dann muss ich einen bestimmten Ton, also ich muss das entsprechend betonen und sagen o raffreddore. Und dann heißt das, ich habe eine solche Erkältung. Wenn ich den unbestimmten Artikel, also un raffreddore, anwende, dann muss ich das betonen. Ansonsten hört es sich komisch an. Buongiorno, o un raffreddore.
Raffreddore, un raffreddore, non due o tre, also, ok? Chiaro? Wenn nicht, Fragen stellen. Ok, fantastico. Also, ho la tosse, ho il raffreddore, ho il naso chiuso, ich hab Schnupfen, ho la febbre, ich hab Fieber, ho la febbre alta, Höhenfieber. Oder ho la febbre A38, A39, wenn ich genau sagen will, wie hoch der Fieber ist. Andere Ausdrücke, ho il gomito del tennista. Auf Deutsch sagt man Tennisarm, auf Italienisch sagt man Tennisellenbogen. Also, wir haben Ausdrücke gesehen mit dem Verb avere, mit dem Verb fare, mit diesem Ausdruck far male, mir tut etwas weh. Und jetzt noch ein Verb, das wir anwenden können, ist das Verb sentirsi. Sentirsi entspricht dem deutschen Verb sich fühlen. Es ist ein reflexives Verb. Ich habe vor kurzer Zeit ein Video über die reflexive Verbe gemacht. Am Ende von diesem Video kommt ein Link dazu. Also Beispiel: Mi sento, ich fühle mich, mi sento stanca. Ich fühle mich müde. Stanca ist die weibliche Form, ne? Ansonsten ein Mann sagt, mi sento stanco. Mi sento spesso stanca. Ich fühle mich oft müde. Oppure mi sento debole. Schwach. Debole ist auf E, also im Singular, egal ob es männlich oder weiblich ist, bleibt, ne, auf E. Andere Ausdrücke, zum Beispiel mi sento bene, wenn wir schon geheilt sind, oder mi sento male, mir geht es schlecht, mi sento meglio, mi fühle mich besser, oder mi sento peggio, ich fühle mich schlimmer. Und jetzt noch ein Reim für dich. Ich sage immer, Reimen unterstützen das Gedächtnis, also unterstützen das Lernen. Dottore, ho mal di testa. Ieri ho bevuto troppo alla festa. Ich habe Kopfschmerzen. Gestern habe ich auf der Party zu viel getrunken. Bene, nach diesem Video werde ich jetzt Fieber messen. Ich hoffe, du wirst dieses Video nie gebrauchen. Falls dir dieses Video gefallen hat, freue ich mich auf dein Like, wenn du das Video teilst, wenn du meinen Kanal abonnierst. Und sonst freue ich mich grundsätzlich, weil ich so ein fröhlicher Mensch bin. Alla prossima. Ciao, ciao, ciao.